Sand. 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 Ich hasse Sand. 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 Ich hasse Sand. Tatooine. Sand. Sand. Also wir müssen die Dinger separat drauf. Aber wir... Okay. Weil die Nebenquest... Also die Bonusquest müssen wir vorher, bevor wir alle Güter haben, ne? Wir sind, glaube ich, voll. Okay. Dann drei Güter. Knips. Oh. Oh, das hat direkt für uns alle gezählt, allerdings. Oh. Oh, okay, nice. Dann... Goodbye. Okay, Gedankenbruch ist richtig wütend. Schöner Flächenschaden, der allerdings, ja, wenig dramatisch aussieht. Schon, ne? Ist eher so ein Händewink. Achso, wir können jetzt eigentlich direkt weiter zu unserer Hauptquest hier so, ne? Sofern wir uns jetzt direkt schleiften, ja. Ja, hast recht. Wir alle lieben Sand, Sand. Scheiß auf Piraten, Sand. Sand, Sand. Sand. Apropos Piraten, Piraten, kriegen wir gleich Bonusquest, was am Morgen für Piraten? Sand, Sand. Müssen wir bei der erstbesten Gruppe mal austesten. Wir sind nur auf der Durchreise. Sand, Sand, Sand. Ich frag die mal. Wir sind nur auf der Durchreise. Okay, kriegen wir nicht. Wir sind wirklich nur auf der Durchreise. Das ist der Durchreise-Song. 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 Wir sind nur auf der Durchreise. Durchreise. Bereit? Ja. Und rein da. So, aber es gibt keine Überlebenden mehr. Erst mal Gefährten rufen. Hallo, Wartungsdruide. Genau, Gefährten. Komm herüber, du Hässlicher. Hallo, Wartungsdruide. Ist es Touch? Nein? Okay, dabei. Hey, Sicherheitschef. Chef. Ja, moin. Hey. Ich warte bei euch bei der ersten Auswahlmöglichkeit. Ah, Menü? Keine Zeit, sauber zu machen. Okay, ich wurde reingezogen. Ich höre merkwürdige Gerüchte von meinen Leuten über Meister Tykan. Seid ihr deswegen hier? Ich sag mal, ah, da. Oh, oh, okay. Sein Quest-Symbol wurde vom Bildschirm verdeckt. Okay, bereit. Achso, hast du schon angequatscht? Noch nicht. Also, du kannst anquatschen, wir warten bei der ersten Option. Ah, okay. Leise evakuieren oder er will euch töten? Ich sag, wir müssen leise evakuieren. Er braucht meine Hilfe. Wir müssen evakuieren. Leise. Bin bereit. Und los. Gibt es einen Weg, eure Leute schnell aus diesem Gebäude zu bringen? Ich schätze, ich könnte eine Notfallübung ansetzen. Ich will wissen, was hier los ist. Zu spät. Hier seid versteckt euch in Tunneln. Ich kann eure Augen funkeln sehen. Sie hört auf zu flüstern. Ich bin ein Jedi. Das bin ich. Das ändert gar nichts. Ein so dunkler Planet. Fels oh, eine dieser Art. Zu wie von Grievous Art. Fels, der wartet. Die Dunkelheit fließt aus ihnen. Sie muss. Das ist traurig. Lasst mich euch helfen. Bin bereit. Und los. Wenn ich so enden würde wie ihr, würde ich um Erlösung flehen. Es gab einen Ort, an dem die Dinge endeten. Einen dunklen Ort des Endens. Einst sah ich an dem dunklen Ort. Malachor war dunkel, dann hell. Ich sehe in seine Augen, während wir laufen. Während Parkanas alleine fällt. Parkanas, schon wieder.
Pakanas schon wieder? Ja. Und los. Erzählt mir von Pakanas, Meister Tyrkan. Woran erinnert ihr euch? Hört auf! Hört auf! Nein! Ich gehe nicht wieder zurück! Ich werde euch alle aufhalten. Und eure Kreuzung hortet Gift wie die Egel. Ja, ich lasse die Gase frei und die Schatten von unter der Erde. Eure Kreuzung wird in Schutt und Asche liegen. Erst müsst ihr an mir vorbei. Denkt an euren Padawan. Bereit. Und los. Wenn ihr wirklich töten wollt, dann versucht euer Glück bei mir. Es gibt kein Glück, junger Tyrkan. Wir sind Jedi. Die Macht leitet uns. Was die Jedi wohl tun, während sich das Gas sammelt? Wird es die Arbeiter retten, bevor sie ersticken? Doch das Gas wird auch die Kreuzung anfressen. Wie viele müssen sterben, damit der Planet sauber ist? Tausende? Wie viele wollt ihr töten? Hier gibt es eine lautische Gegend. Ja. Frech von ihm. Riecht ihr das? Dieser Verrückte hat die Hauptgasleitung beschädigt. Nein, du hast gefurzt. Rakule. Jemand bricht die Lüftungsschächte auf. Es strömen Rakule herein. Nein, wir müssen uns auf die Evakuierung konzentrieren. Oder die Kreuzung retten. Ich weiß nicht. Die Kreuzung muss gerettet werden. Helfen wir den Arbeitern. Bereit. Und los. Diese Anlage ist wichtig für den Wiederaufbau von Taris. Wir müssen sie reparieren. Es gibt ein Notfallventil, das das Gas abführen würde. Aber es ist direkt bei den Lüftungsschächten. Dort wird es von Rakul nur so wimmeln. Aber wenn ihr es riskieren wollt, könnte dieses Ventil die Kreuzung retten. Es liegt in diesem Abschnitt hier. Jedi oder nicht. Ich habe gesehen, was diese Rakule anrichten können. Okay. Ich werde versuchen, die anderen rauszuholen. Geht klar. Passt auf euch auf. Passen wir auf uns auf. Ist das die richtige Rüstung? Ja. Ja? Nein, Aufzug! Ja, oh, der ist jetzt unten. Das ist. Ich bin auch immer in die falsche Richtung gerannt. Aufzug. Und der ist weg. Er kommt jetzt hoch. Und der ist zu tief, um darunter zu springen. Erstmal ein Gefährtentanz anfangen. Wow. Ihr rettet die Leute nämlich an. Ein Umhang. Yes. Ich bin hier richtig, um die Leute zu retten, oder? Ja, bestimmt. Ich glaube nicht, dass ihr das dürft. Ja, Stufe 32. Alter, ich sterbe gerade. Hast du den Hässlichen nicht? Doch, ich hab den Hässlichen, aber der Halt miss ihm ging es, obwohl er auf Heilen eingestellt ist. Der Bangsting Rakul macht ziemlich viel Schaden. Kann sein, dass dann halt. Ja, meiner hat mich auch nicht geheilt. Kann sein, dass der Hässliche versteinert wurde bei euch. Nein, der agiert. Ich sehe ihn ja. Der Halt miss aber nur so Risses miese Beiträge. Und ich bin gerade mit dem Aufzug wieder hochgefahren. Und ich bin tot. Das ist richtig übel. Meiner war einfach gar nicht da. Meiner war da, aber der hat halt erst nichts gemacht. Und na toll, jetzt fährt der Aufzug wieder hoch, weil es auf dem Aufzug respawnt. Da haut der Schaden raus. Bangs in Rakul sind schlimm. Warte. Wo bin ich? Da bin ich. Was ist hier? Ach so, ich wollte jetzt nochmal den Vollraum. Ich muss in die andere Richtung, um die Panzertür zu öffnen. Glaube es. Ich bin mir nicht sicher. Obwohl, besiege Rakul ist auch eine Bonusaufgabe. Ich bin so verwirrt, wo es hin muss.
Ich werde eine Weile brauchen. Ich lasse nicht. Oh nein! Wir müssen sowieso alles abdecken, weil wir so keine Überlebenden lassen. Heilige Scheiße. Aus Versehen. Was ist passiert? Bist du auf so runtergehietet? Ja. Jetzt bin ich wieder bei Medis Central. Oh. Ich finde die Weg doch liefer. Da, das ist das hier, ne? Mikaren weht. Nein. Kreuzung. Genau, also Panzerzug Nein. kann ich nicht öffnen. Man kann keinen Wegpunkt setzen, ne? Nein. Nee. Und das ist doch alles besser. Und hier ist eine Wand, das heißt, ich kann jetzt mal mich auf der Himmelsrüstung orientieren. Oh Mann. Warte, ich muss in die Box wieder rein. Jetzt springt die rüber. Weil es nur irgendwie eine Medisonde verwenden könnte. Mhm. Kann man immer nur eine Medisonde verwenden oder ist das ein preferred Ding? Ich habe keine Ahnung. Nee, du kannst echt nur eine benutzen und dann musst du warten. Ja, das konnte ich warten, konnte ich nur sofort zum Medisender bringen. Das ist mal die Möglichkeit zu warten. Ja, das ist ganz normal. Manchmal ein bisschen willkürlich, wer stirbt und lebt. Jetzt wird sofort von meinem Transport wieder abgesetzt. Das ist doch schön. Und ich bin vor allem nicht mal in die falsche Richtung gegangen gewesen. Das war bis das. Ja, sorry, jetzt musst du kurz zum Medizenter. Das war Arzt. Alles gut, Lou. Ja, sonst bei den Leuten berücksichtigt retten muss. Entschuldigung, ich kann euch gerade nicht aus dem einstürzenden Gaskomplex retten. Ich musste kurz zum Medizenter Corona-Impfung abholen. Noch besser. Und diesen natürlich. Oh Gott, das würde sowas von der krepieren. Erstmal, wo ist denn gefährte Einstellung? Hi, Rolle, Heilung. Merkt du bist. Komm, einstellen, ob er passiert oder was ist. Ja. Ging das? Ja. Muss ich gleich gucken. P, Gefährte, Passiv. Ach so, Gefährte. Gefährte. Okay, kann... Passiv ist nicht aktiv. Genau, wenn passiv ist, macht er gar nichts. Oh, es wird so sterben. Luf, du kannst mit deine Fähigkeiten auch in der Bewegung benutzen, ne? Welche? Alle. Nein. Alle. Also das... kannst du in der Bewegung benutzen, weil ich bin jetzt gerade die ganze Zeit weggerannt. Und ab den hässlichen. Oh Gott, ich sterbe wieder. Zwei. Außer habt ihr Macht, habt ihr alle Macht Tempo. Zum ganz, ganz schnell weg. So, ich warte vor meinem Absperrventil. Weil ich nicht weiß, wo unsere beiden Quests sich da zusammenführen. Hallo, 4 ist das 4. Aber ich glaube, nur der erste Rakul ist wirklich gefährlich. Die anderen sind ziemlich einfach. Ja. Der Beängstigende ist gefährlich. Genau. Die übrigens sind alle ziemlich simpel gewesen. Gut, wahrscheinlich war es bei mir einfacher, weil ich einen Charakter habe, der höhere Überlebensfähigkeiten hat als eure. Und generell für Nahkampf gemacht ist. Aber der Beängstigende Rakul ist auch tatsächlich auch nahe gekommen, mir wirklich Schaden zuzufügen.
Kann ich Machtbuch noch irgendwie weiter verstärken? Das Teil gefällt. Nests. Ist hier hinten noch was? Ja, da hinten ist noch was. Hat einen Schrein. Hä? Oh, nicht die Sternkarte, die normale Map, bitte. Das hier, Panzertür. Warte, wo bin ich? Da bin ich. Und das hier, Ventilentriegeln. Okay, also Also ich muss zum Ventil. Ich muss beides machen, oder? Wärmung? Also... Was ist genau? Müssen wir beides machen? Oder? Ihr müsst Steuerung der Panzertür, ich muss Ventil. Das liegt daran, dass das, was ihr nicht machen müsst, bei euch in diesem Grün ist. Ah, okay. Genau, denn ich muss zum Beispiel nicht zur Panzertür gehen, weil ich die Leute ignoriere und die Facility retten möchte. Okay, ich muss zurückgehen, damit ich noch meine 4 Kills kriege. Genau. Wir müssen trotzdem so oder so überall lang gehen, alles gut, keinen überleben zu lassen. Ja, ich brauche halt extra länger. Luf, wir haben Zeit, alles gut. Weil ich einen Trip zum Medizenter machen musste. Macht ziehen. Das gefällt mir. Schattenschritt. Schattensicht. Decke. Bastion. Okay, ich bin jetzt bei der Panzertür. Ja, ich brauche noch einen Moment. Verlangsamte Zeit wird gut werden. Meinst du Machtverlangsamung? Nein, tatsächlich verlangsamte Zeit. Das ist dann auch wieder ein guter Flächenschaden. Bei 8 Zielen. Was im Dorf, wo ich irgendwie Schatten. Das ist die Infiltration vielleicht. Aggressiv. Wahrscheinlich kriege ich den sowieso noch. So. Oh. Was ist das jetzt? Ach. Okay, über Gelassenheit würde sich viel mehr Schaden machen können. Das ist zu erwarten gewesen. Oh, das wird schon alles passen. Zack. Okay, das waren jetzt, glaube ich, alle Düsensets. Muss er Post bekommen? Teilt einen unterwerfenden Schlag aus, der Schaden verursacht, funktioniert nur bei Zielen mit maximal 30% ihrer Gesundheit. Gefällt mir. Okay, bin da. Okay, dann. Seid ihr bereit? Ja. Dann ran unseren Kram. Die Säurung, der Panzertür reagiert nicht. Okay, toll. Sprich mit dem Sicherheitschef. Oh. Okay. Machtfähigkeiten einsetzen. Jupp. Ego. Easy.
geschafft. Jawohl. I broke it open the door. Okay, bei der Kreuzung. Guten Tag. Ich muss jetzt zum Sicherheitschef zurückgehen. Oh, Heiliger. Ja, du musst eben. Wem? Du musst mit denen reden. Mit allen, du musst alle anklicken. Die Kreuzungsarbeiter musst du anklicken. Oh nein. Ich Schattenschritt. Klingt nämlich nach etwas, was ich gerne hätte. Wahrscheinlich viel später erst. Aber hier. Zwei, mach schon. Das ist, was ich haben möchte. Renn. Oh. Zerquetscht. Okay, ich hab die gerettet und muss jetzt zu Karin zurück. Nee, zu Sidechef zurück. Jo. Ich warte mit dem Sicherheitschef auf euch. Aber ehrlich, wofür könnte dein der Aufzug? Wie wär's mit einer Geschichte? Ich würde dein komisches, ja. Dein komisches Lagerfeuer in den Aufzug. Ja. Ah. Hallo, Aufzug. Ja, bei mir ist der Aufzug halt weggegangen. Jetzt erzähl es eine Geschichte. Ich bin dann auch vom Sicherheitschef. Der wird mich gleich wahrscheinlich zusammenscheißen, weil seine ganze Crew tot ist. Dann los. Ihr seid zurück. Und das unversehrt. Yes. Die Kreuzung sieht auch gut aus. Alle Systeme laufen. Gute Arbeit. Aber wir haben viele Leute verloren. Unser bester Wartungstrupp. Der Großteil der Arbeiter. Weg. Du kannst mal eine Priorität. Was für Option habt ihr? Ihr werdet euch davon erholen. Es tut mir leid. Hauptziel ist Zykan. Ach so. Ja. Ihr werdet euch davon erholen. Bin bereit. Dann los. Keine Zeit zum Trauern. Ich muss Tykan finden. Ich hoffe, das werdet ihr. Tykan ist für all das verantwortlich. Vielleicht können wir euch helfen, ihn aufzuhalten. Hier, bevor Tykan verrückt wurde, studierte er die alte Infrastruktur auf Taris. Hier sind Kopien seiner Aufzeichnungen. Die Verschlüsselung ist allerdings ziemlich alt. Wir können sie nicht knacken. Wer kann das entschlüsseln? Wer kann das entschlüsseln? Bin bereit. Und los. Irgendjemand muss das doch entschlüsseln können. Die Computer in der republikanischen Basis müssten noch die alten Codes beherrschen. Damit bekommen wir die Aufzeichnungen ohne weiteres auf. Gebt Captain Nelex diese Aufzeichnungen. Er kann euch helfen. Danke, aber es muss gehen. Warum wollte sie Tykan? Ja, warum wollte sie Tykan? Und los. Was denkt ihr, studierte Tykan? Ich weiß es nicht. Warum ist der Ex-Mensch dagegen? Wir herausfinden. Ja. Wir geben Acht. Gebt auch ihr Acht, Jedi. Annehmen und. Will eine Belohnung? Ja, komm, gib das her. Telefon. Ach, Telefon. Okay, ja, bereit. Und los. Bitte komm, Jedi. Hört ihr mich? Was willst du? Was ist los? Was ist los? Und los. Gibt es ein Problem? Die Basis wird angegriffen. Tykan ist dafür verantwortlich. Wir brauchen euch dringend hier. Wir haben... Ich freue mich darauf. Halte einfach die Augen offen. Bin bereit. Und los. In Ordnung.
Ich möchte nicht, dass sich eure Zählerin langweilt. Oh nein, ich beginne freundlich zu ihm zu werden. Kerberos wärmt sich auf zu seinen Begleitern. Oh nein. So. Eine schnelle Reise zurück, ganz zurück. Aura oder? Olaris. Olaris. Also wir können doch erstmal nach. Stimmt, wir könnten doch erstmal bei Captain Nelix vorbeischauen. In Dre. In drei. Schnellreise. Bist du schon vorausgereist direkt? Yes. Ich hab's, war auch schon im Prozess, ich habe auch abgebrochen, indem ich mich bewegt habe. Für mich war es schon zu spät. Okay, guten Tag. Sag mal, schauen, was die Würfel sagen, was passiert. Wir haben okay. Keine Antibiotika. Die waren auf dem Schiff, wie alles andere auch. Das ist eure Aufgabe. Diese Männer haben die Silianische Grippe. Ja. Sie könnten sterben, wenn... Ihr seid 5 Meter auseinander. Wieso benutzt ihr so... Okay, sind sie so voll wie wir. Da seid ihr ja. Und alle unversehrt. Konntet ihr alle unsere Vorräte bergen? Recht beleidigen. Ja. Ja. Bermo? Ja. Du kannst einfach so klicken. Euer Außenposten wird nicht verhungern. Ach, na stimmt. Das ist nicht diese Dreckskacke. Ich habe alles getan, ja. Was in meiner Macht stand. Was habt ihr erwartet? Ihr lasst eure Leute verhungern, während ihr euch an importierten Bantersteaks satt esst. Komm schon. Ess nur restens. Nein! So redet man nicht mit seinen Vorgesetzten, Quartiermeisterin. Verzeihung, Sir. Was ich sagen wollte, Sir, ist, dass wir vielleicht weniger Leben verloren hätten, wenn das Schiff repariert worden wäre, Sir. Bei allem Respekt. Verteilt einfach die Vorräte, Fähnrich. Wir reden später darüber. Was euch betrifft, die Leute hier sind euch zu Dank verpflichtet. Wir alle sind es. Es muss einen voll den Lauf. Ort als diesen geben. Sogar. Es war mir ein Vergnügen, mit euch zusammenzuarbeiten. Also, wenn ihr unseren Soldaten immer noch helfen wollt, könntet ihr vielleicht noch etwas tun. Was? Normalerweise holt sich der 4. Außenposten hier seine Vorräte. Aber diesen Monat ist der Konvoi nicht gekommen. Ich habe Sorge, dass etwas passiert sein kann. Jemand muss die Leute finden. Dann findest du die Leute. Um das 4 Lufers genug für meinen Bullshit. Ein gefährliches Gelände. War der Konvoi bewaffnet? Die Strecke führt am Brellsee vorbei, was von schlechter Planung zeugt. Dort leben Rockghule und es ist eine Brutstätte für Nexus und noch Schlimmeres. Meist reisen die Konvois zur Sicherheit nur dann, wenn die Sonne am höchsten steht. Und sie sind bis an die Zähne bewaffnet. Hoch, Tisch. Aber wenn sie zu lange draußen bleiben, ihr müsst wir bringen wirklich nur Tod, egal wo wir hingehen. Es ist ein großes Risiko, das man kaum aus reiner Herzensgüte. Ich könnte einige Credits zusammenkratzen, wenn euch das motiviert. Es sollte eine Entschuldigung sein. Wo sollte man am besten beginnen? Was auch immer mit dem Konvoi geschehen ist. Wir müssen dem Morn-Außenposten seine Vorräte beschaffen. Die Schallemitter entlang der Strecke halten die schlimmsten Kreaturen fern. Aber wenn sie ausgefallen sind, ist ihnen der Konvoi sicher zum Opfer gefallen. Repariert die Emitter und versucht etwas über den Konvoi in Erfahrung zu bringen. Meldet euch dann bei Commander Yayak im Morn aus. Nicht mehr gesehen. Und danke. Die Würfel sind heute erstens auf der Seite des Guten. Wohin? Können wir kaufen, wir gehen erst zum Commander zurück, oder? Ja. Wo? Olaris. Okay, Olaris. Jetzt Olaris. Wird uns sowieso gleich in das Gebiet führen, wo wir hin müssen. Wir kriegen nur die Bullshit-Enten. Hey, was heißt die Bullshit-Enten? Wir kriegen nur die dunklen Enten. Ist sehr nichts Gutes. Aber gut, wenigstens haben wir die Besetzer da gelassen. Immerhin eine Sache.
Kinder werden vom Wasser vertrieben, Schweine werden geschlachtet, Piraten werden der Rakku-Seuche überlassen. Aber wir konnten ein paar Squatter in ihrer komischen Ruine sitzen lassen. Genau. Und rein da. Okay.